Schönen guten Abend, Morgen, Tag. Einmal um die Uhr herum. Da ist es mal wieder soweit. Nach einer Woche Abstinenz gibt es es mal wieder mit heim. Das ist aber ein bisschen, dass das in diesem Tümpel hier spawnt. So. Ja, wir Let's Play Minecraft. Und das schon in einer Folge, die mit einer 6 vorne anfängt. Yay, hätten wir das vorher gedacht, dass es so lange hält, so viele Folgen geben wird. Oder auch so außergewöhnlich anders ist, dass es denn immer noch da ist. Nein, außergewöhnlich anders ist es nicht. Es ist derselbe Scheiß wie bei vielen anderen auch, bloß ich quatsche. Was für einige Grund genug ist, sich auch ein Bein zu brechen oder gar eins auszureißen, um das sich hier mal einzuhören und anzutun. Für die anderen, die das jetzt zufällig finden, ja, es gibt noch mehr Folgen, aber ab dieser geht's wieder, wie immer, neu los. Und wir haben auch eine Playlist für den heutigen Abend. Die Playlist ist gesponsert. Nein, gesponsert ist sie nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Künstler namens Krafttim. Oder Krafttim oder so. Das Album heißt Fraxurgy oder so. Details in der bitte den Informationen unter dem Video. Da steht es immer genau, was es denn ist und was es war. Und da ist ein Link, da könnt ihr es euch auch runterladen, weil das ist freie Musik. Die könnt ihr auch einfach für euch benutzen. Und weil es freie Musik ist, ist das alles so toll. Und das wie immer auf jamendo.com gefunden. So, wie lange haben wir? Wir haben eine Dreiviertelstunde, ja, 50 Minuten. 50 Minuten wird das wieder gehen und da wir so eine höhlenartige Playlist wieder mal haben, werden wir mal ganz höhlenartig playlistmäßig in die Höhle gehen und in der Höhle dann wieder versuchen, den Weg rüber in die andere Höhle zu finden. Das ist ja immer so das Ziel. Ja, zumindest war es das die letzten 5-6 Mal und beim letzten Mal haben wir noch was anderes gefunden und ja genau, das hier haben wir zum Beispiel gefunden. Hier geht es nicht weiter. Ja, also wir sind immer noch auf der Suche. Auf der Suche nach dem einzig wahren Übergang zwischen den Höhlensystemen. Von der Ebene hier kommt man gar nicht so vernünftig runter. Das ist scheiße. Ausstopfen. So, damit war es das auch mit dem Cobblestone. Lämmchen haben wir noch bei. Zu essen haben wir auch. Also alles eigentlich gut vorbereitet, um hier einfach mal durchzustarten. Komischer Grafikbug. Ja. Weil alles so schön vorbereitet ist. Einfach mal gleich auf die Suche begeben nach dem Ort. In dem Ort. Oh. Nach dem Weg rüber. In die andere. Au. Ja, so war es nicht gedacht, aber ist ja meistens nicht so. Ja, den haben wir gefangen. Oh, fuck. Na, das war ja doof. Ich hätte vorher gucken sollen. Aber gut, wer nicht guckt, muss halt fallen lernen. Das haben wir in diesem Fall wieder bewiesen. Oh, ist das eine schöne Playlist. Geht ja ziemlich psychedelisch vonstatten, ne? So, das heißt da, da, da. Da, genau. Da. Bin sehr viel leiser als der Rest wahrscheinlich. So. Eisengold. Melonsamen. So, das brauche ich. Die brauche ich. Das ja hier ein bisschen absichern möchte.
so wie es jetzt ist, kann es ja nicht bleiben, ne? Das ist ja immer ein bisschen scheiße. So. So. Damit es auch, ja, weitergeht, wollte ich darüber gleich bauen, aber das kann ich mir dann wohl schenken. So viel habe ich jetzt nicht bei. Von dem mündigen Cobblestone-Zeug. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen lauter machen. So, warte mal, dann mache ich den Gesamtlautstärke ein bisschen runter. Ja. Ja, klingt besser. Bisschen mehr im Hintergrund. Es hat doch ein bisschen wabrig, diese Musik. Also auf jeden Fall ist sie höhlentauglich. Das beweist sie jetzt schon an dieser Stelle nach wenigen Sekunden, wie höhlentauglich das ist. Und wir haben sogar die richtige Richtung eigentlich, aber uneigentlich auch wieder ein nichts gewonnen. Ist hier oben noch was? Nee, da ist noch so eine Zwischenebene, die uns eigentlich nicht interessiert. Ja, hauen wir hier mal Holz weg. Könnt ihr ja sonst nichts. So, eine lange, lange, harte Woche liegt hinter uns allen wahrscheinlich. Aber jetzt ist es ja endlich wieder soweit zum Wochenende, da wo wir alle Zeit haben. Mache ich mal eine neue Aufnahme, weil ihr ja Zeit habt, sie zu gucken und ich Zeit habe, sie aufzunehmen. Ist schon scheiße, wenn Dinge immer so logisch sind. Also vorhersehbar. Ist ja dann die negative Formulierung für etwas ist logisch. So. Und wir wollten ja Cobblestone haben. Jetzt gönnen wir uns mal mehr Cobblestone. Na toll. Das könnten wir auch nicht so Bretter. Immer noch auf der Suche nach der anderen Höhle. Und eben diese Suche wollen wir jetzt mal anstacheln, indem wir jetzt hier mal ein bisschen graben. Mal gucken, ob es hier vielleicht hinter weitergeht. Das sieht aber jetzt gerade nicht so. Ah, doch, da geht's weiter. Dann graben wir das hier mal aus. Neues Fäckelchen. Gucken, wo es da hingeht. Auf jeden Fall geht es da rüber zu etwas Eisen. Das ist ja, ich habe am Anfang des Gangs auch Eisen liegen lassen. Das sollte man eigentlich immer nicht tun. So. Ist alles dunkel hier. So. Tja. Ich würde ja gerne auch mal so Fragen beantworten, Fragen stellen und so, aber kommt ja immer so wenig per Kommentar rein. Ich hatte nur einen Kommentator, ich habe mich so gefreut, hat kommentiert, bei. Und dann kam die Latte, irgendwie bei 10 Videos hat er was reingeschrieben. Dachte ich mir schon, ja cool, endlich einer, der richtig mal was schreibt. Und was hat er bei allen untergeschrieben? Code, genau. Code. Bei jeder Aufnahme. Code. Ich vermute jetzt mal, für ihn war das schon eine intellektuelle Höchstleistung, das hinzukriegen. Wir anderen einfach nur verdutzt da sitzen und sich fragen, wie macht er das bloß? So eine Finesse. Eloquent bis dort hinaus. Gut. Ja, da habe ich mich ganz besonders gefreut. Habe ihm auch gleich eine Einladung erteilt, nach Dev 0 in Zukunft zu schreiben. Das ist etwas, was ich immer gerne anhört, was so Leute zu sagen haben, wenn sie so eloquent daherkommen. Dann, wenn es sich denn im Code erschöpft, dann immer gleich Dev 0 Bescheid sagen. Die freuen sich. Das sind so Sprachspezialisten, die neue Formen von der Kommunikation untersuchen.
und diese dann, nachdem sie sie analysiert und kategorisiert haben, den einzigen Platz zuordnen, der solcher Mitteilung würdig ist. Tja, an alle anderen kann ich nur sagen, wenn ihr jetzt mal so einen Vorschlag hättet, was ich dann hier noch so tun kann, außer mich immer wieder auf dieselbe Art und Weise nach rechts und nach links hier durch diese Höhle zu graben, bitte schreibt's in die Kommentare, schreibt's auf dreckbuddler.de, siehste, dreckbuddler.de, da war ja noch was. Die Seite wollte ich ja auch mal überarbeiten, aber nein, man kommt ja zu nichts mehr. Mittwoch sollte es mal wieder einen Livestream geben, der kam dann leider, also er fand noch statt, aber leider eine Dreiviertelstunde zu spät. Da hieß es dann, na, hast noch mal einen Moment. Sagt man ja, ja. Und dann haben wir uns doch hier eine Dreiviertelstunde verzettelt mit Babybett von A nach B tragen und weiß nicht. Also, übel, übel, übel. Was nicht so alles passiert, ne? Wenn es passiert. Wenn es nicht passiert, passiert nichts. Aber wenn es passiert, dann wird es ganz, ganz passierig. So, jetzt haben wir da auch schon wieder Eisen aus der Wand gehauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt so wirklich Sinn macht, dass wir es hier tun. So einfach mal weiter zu graben in die Richtung, in der Hoffnung, dass ich dann wirklich, kein Werkzeug mehr dabei habe, weil braucht man ja nicht. Also, siehst du, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie man so Werwölfe platt macht. Das weiß ich immer noch nicht. Naja. Dafür weiß ich, dass ich das jetzt brauche, was ich mir hier gerade herstelle. Zwei neue Spitzhacken. Zack, zack. So, den können wir ja mal mitnehmen. So, und den können wir ja eigentlich hier auch wieder hinstellen, ne? Das ist doch gut. Den hier. So, einfach mal da in die Ecke. Den Crafting Table. So, schauen wir uns die Sache hier nochmal an. Ja, wir sind schon ein bisschen nach oben jetzt gewandert. Aber die grobe Richtung stimmt. Achso, ja, hier unten wollten wir ja nochmal verschönern. Wäre jetzt noch viel schöner, wenn es jetzt nicht gleich dunkel werden würde. Aber ist, glaube ich, so auch besser. Pilze. Ah, da ist ein Gang, der seitlich abgeht. Nein! Ja. So, mitten kommen. Ah, toll. Super. Das freut mich jetzt aber. Aber hier ist immer ein Dead End. Das heißt, wir müssen eigentlich nur erstmal das hier alles rausklappen. Das ist doch gut, schnell gemacht. Machen wir noch gerne. Weil wir wollen ja die Einsicht haben in die Gänge. Ja. Gibt es noch was zu erwähnen? Nö. Wäre mal schön. Also wahrscheinlich alle 11, die das hier gucken, gucken auch den Livestream. Wobei, da waren nur 5 anwesend. 5! Noch mal 20. Aber es kommt halt davon, wenn man irgendwann ein paar Mal keine Zeit hat. Dann dezimiert sich das einfach mal. Richtig. So. Mal ein Fackelchen setzen, damit es da oben nicht spawnt. Eigentlich müsste es ja hier durch die Wand durch in den anderen Gang rübergehen. Na, schauen wir mal nach. Da auch ankommen. Ob die Orientierung auf der Karte wirklich so ist, wie wir denken.
Mann, schon fast wieder eine halbe Stunde rum und nichts passiert, ne? Ist ja wie überall sonst. Ah ja, aber wir sind eine Ebene höher quasi. Oh ja, immerhin. Also kriegen wir jetzt nochmal hier die Möglichkeit geboten, das Eisen mitzunehmen. Machen wir einfach mal. Und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, die Löcher in den Wänden zu stopfen mit Kabels und so. Weil das ist ja eigentlich schon wieder ein Hinweis, dass man da schon mal war. Ich verfolge ja auch ein anderes großes, hochgelobtes und von einem begnadeten LPR produziertes LP. Gucke ich auch wirklich gerne inzwischen. Das ist schlimm, ne? Fängt man einmal an und dann will man immer wissen, wie es weitergeht. So scheiße ist es mit diesen blöden Let's Plays. Naja, gut. Ich sorge ja auch nicht wirklich dafür, dass bei euch der Reaper so groß wird. Ich schließe ja immer meine Handlung ab und unterbreche sie nicht in der Mitte, aber... Also auf jeden Fall bei dem anderen da habe ich ja auch jetzt gelernt, wenn man so in höhlenartigen Systemen unterwegs ist, ist es günstig, Orientierungspunkte für sich selbst zu schaffen. Weil sonst rennt man irgendwie so gefühlt 20 Folgen im Kreis. Und das ist ja immer nicht so gut. Also für einen selbst nicht, das frustriert ja auch diese scheiß Kreislauferei und für die Zuschauer schon mal gar nicht, weil die regen sich ja dann nur auf, dass ständig im Kreis gelaufen wird und sie müssten es ja sowieso viel besser. Aber das wissen sie ja meist, weil, ja, sie, keine Ahnung, sie sich wahrscheinlich aus den Let's Plays zu Hause in den stillen Kämmerlein Karten malen oder so. Ich hab's auch noch nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall, da das so kompliziert ist und so komplex, ganz komplex ist das alles. Da kann man richtig Komplexe kriegen, so komplex ist das. Jedenfalls deswegen die Idee, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, etwas wiederzuentdecken, dadurch zu erhöhen, dass man überall Kabels hinterlässt, scheint mir jetzt nicht die schlechteste aller Maßnahmen, vor allem da wir dieses Material wie Sau zur Verfügung haben. Na gut, nicht so wie jetzt die Erde, die Dörte, die gute alte. Die Dörte haben wir noch ein bisschen häufiger in Kisten rumliegen, aber naja, wird es ja auch nicht immer wieder 64er Stack Dörte mit dir rumschleppen. Vor allem, wenn du hier zwei, dreimal markiert hast, ist ja schon wieder alle und dann kannst du wieder nicht so markieren. Also markieren wir einfach mit Kabels, weil die generieren wir ja hier beim Rumlatschen auch wie nichts, ne? Ist ja ständig nur am Kabels fahren, quasi. So, und damit es mal etwas spannender wird, buddeln wir uns jetzt hier anscheinend mal hoch. So. Apropos Spannung. Machen wir für euch mal das Licht an, damit ihr auch seht, was ich sehe. Richtig im Dunkeln macht das ja immer keinen Spaß. Das ist ja auch so eine Sache, die wir einfach mal akzeptieren müssen, dass Dunkelheit für den Zuschauer, die Angst vorm Dunkel, ist nicht so groß, wie man jetzt glauben mag. Nein, es geht einfach nur um diese blöden Codex, die mit Dunkelheit nicht so wirklich umgehen können. Ich frage mich, wie sie das bei den neuen Heimkameras in den Griff gekriegt haben. Von mir feiern ist ja dann meistens auch, also wenn die Stimmung so gut ist, dass man die Kamera rausholt, ist ja auch dunkel meist. Also, oder Zimmerbeleuchtungshell. Das muss ja auch eine ganz große Herausforderung für den H264, ja, Codec gewesen sein. Den so zu optimieren, dass er mit dieser Dunkelheit klarkommt. Aber ich schweife ab. Wen wundert's, ne? Das ist ja. Wird ja immer geschwiffen hier. Wenn nicht geschwiffen wird, wird geschweift. So. Ach, das ist schön, das ist so richtig höhlentauglich. Aber wenn man sich hier so gerade durch Wände. Ja, doch, das war ich. So gerade durch Wände gräbt, hat man ja doch sehr viel Dörter am Ende. Oh, hier kommt hier das Licht.
dürfte doch eigentlich gar nicht sein. Gehen wir noch mal zwei, drei Felder weiter. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt oben aufstemme, läuft mir direkt Lava auf die Platte. So. Vierer Probebohrung. Ja, toll. Wieder die Helligkeit vorbei. Ha! Nein! Na, schau mal einer, guck. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube echt, wir haben's. Ach, da geht's noch runter. Deswegen war das hier so hell. Unglaublich! Ich glaub's ja nicht. So. Immer ein bisschen großzügiger das Ganze gestalten, weil es ja jetzt der Übergang in die andere Höhle. Okay, den Kommentar, den finden wir nicht wieder, kann ich mir auch jetzt nicht verkneifen. Aber theoretisch wäre das möglich, das zu finden. Also so rein theoretisch. Praktisch wird das natürlich nie was. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das wirklich was wird, aber die Probebohrung war nicht für den Arsch. Supi. Also eigentlich ganz gut hingekriegt, muss ich jetzt mal so selber gestehen, ne? War ja auch klar, dass wir da irgendwann rüberkommen. So. So. Wir können auch nochmal ein Fäckelchen setzen. Alles ausgeleuchtet, ausgefackelt. Abgefackelt. Wortwitze, die auf der Hand liegen, muss man nicht unbedingt aussprechen. So, hier sind wir wo? Warte mal. Nee. Sind wir jetzt schon im anderen Höhlensystem oder nicht? Gut, wir werden diesen Eingang niemals wiederfinden. Das ist jetzt schon klar. Aber ich glaube... Genau. Yay. Okay. Einigermaßen gut. Sieht das doch aus. Hier ist auch nur ein Übergang in den weiteren Subarm. Das Subhöhlensystem. So, jetzt ist mal die Frage, wo kommen wir her? Kommen wir hierher? Ja. Okay. Gut, eigentlich suchten wir ja nach einem natürlichen Übergang zwischen beiden Höhlen. Aber man kann halt nicht immer alles haben. Manchmal muss man auch einfach den Übergang nehmen, den man findet. So natürlich, Anführungszeichen oben, wie er auch immer sein mag. Hui. Hui. Hui, hui, hui. Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Ach, ganz viel Hui und Bui. Naja, schauen wir mal, wo wir da hingelangen. Hier an diese Stelle. Dieser Weg wird ein leichter sein. Ach nein, das ist ja mal kein leichter, ne? So. Da rappelt's in der Kiste. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Ach, da ist wieder so ein toller... Das darf ich nicht anschlagen. Das darf ich nicht. So. Das darf ich aber.
So, das darf ich auch. Die Frage, ob es hier dann bei X weitergeht. Auf jeden Fall können wir darüber mal uns graben. Das ist nicht das Verkehrteste. Naja, und unstehende Lava hier in der Gegend zu haben, ist jetzt auch nicht das Verkehrteste. Dann schauen wir uns die Sache hier mal weiter an. So. Dann graben wir uns auf der Höhe hier mal rüber. Da scheint es ja weiter zu gehen mit der Lava. Achso. Okay, und da sind wir hier jetzt schon wieder. Naja, gut. Wenn es hier schon wieder sind, dann machen wir das hier gleich mal weg. Ach, das ist sogar noch Eisen. Ist ja toll. Oh, das ist sogar noch Spinnwebe. Das ist besser. Wich. Mit euch Zeug. Eisen nehmen wir immer mit. Wie gesagt. Die wirtschaftliche Entscheidung, Eisen als Rohstoff verwenden zu wollen, ist jetzt nicht die verkehrteste gewesen und so wird jetzt einfach auch mal durchgesetzt. So, da sind wir jetzt hier. Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier unterwegs sind. Na. Ja, nee. Okay, da ist jetzt auch nicht mehr so viel. Aber immerhin noch ein bisschen stehende Lava. Ist doch auch ganz okay. Nicht in die Lava fallen, ist noch besser. Schön wird. Machen wir das einfach mal. Legen wir das einfach mal tiefer hier. Genau, damit haben wir den Abgang denn hier. Ich muss ja schon wieder was mampfen hier. Warum sage ich eigentlich ständig hier? Das ist noch die viel wichtigere Frage. So. Brot gibt. Muckis. So. Ja, hier blödes Wasser. So, kann jetzt mal aufhören. So, Spinnenweben haben wir auch. Einen größeren Bedarf dran für Bogen, Sehnen und Angeln. Siehst du, ich war schon lange nicht mehr angeln. Und einen Hund habe ich auch noch nicht getamed. So viel zu tun und so viel Zeit. Ach, was mache ich denn als nächstes? Jetzt habe ich meinen Übergang. Ach, nein. Falsches Werkzeug. So. Ach so, ja, das stimmt. Das Holz kann ich schon gar nicht mehr mitnehmen, weil ich Melonensamen habe. Ja, nehme ich doch lieber Holz mit, weil Melonensamen haben wir schon. So. Holz. Ah. Au. Wieso muss ich mit der Axt auf ein Spinnennetz so lange einsteigen? Dass eine Axt nicht gleichzeitig ein Angriffswerkzeug ist, finde ich scheiße. Bin ich am Anfang auch drauf reingefallen bei Minecraft. Dachte ich mir nämlich so, Mann, jetzt so eine Axt und so, das ist ja total universell einsetzbar. Hui, Mäuse. Ratten meine ich. Die ekelhafte Form der Mäuse. Le Ratter. Und da
da rinnt es. Mann, es hat scheiße warm immer noch. Arbeit haben wir jetzt auch schon angefangen, die Büroventilatoren auf Höchstleistung im Dauermodus zu treiben. Was einen so über den Tag noch etwas geräuschempfindlich macht. Ach, jetzt wird es gerade leise. Apropos geräuschempfindlich. Ja, Mann. Ganzen Tag. Nur noch. Ganze Zeit. So. Genau. Hier war noch eigentlich der Plan, da irgendwie oben wieder anzukommen. So. War das doch mal so und so. Und dann würde man doch hier, wenn man jetzt hier noch ein bisschen was wegnimmt. Ich meine, gegen das und das. Würde man doch hier oben wieder ankommen. Genau. Da ist der Mossdown-Raum. Das heißt, genau. Dann sind wir hier. Und dann sind wir da. Das Eindeutige wird, machen wir das mal so. Und dann sind wir hier und dann können wir da schon rüberlaufen, wenn wir noch weiter nach hinten gehen. Aber eigentlich müsste es doch auch... Warte mal. Weil hier gab es ja nichts, ne? Da müsste man auch graben. Wenn man sich überlegt, wie weit wir da jetzt noch rübergelatscht sind. Ich dachte, das wäre viel näher beieinander. Dachte ich echt. Aber so irrt man sich manchmal. Trinken wir auch mal wieder toll. Ah, quasi frisch erholt. Kann ich ja jetzt weitermachen. So, ganz viel Kohle. Ja, genau. So. Ui. Ui. Wo sind wir denn hier jetzt rausgekommen? Lava und dann. Ja. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Hey, ich sehe da was. Ich sehe da was. Das sehe ich nämlich hier. So. Ne? Genau, das war nämlich unser Übergang hier hoch. Jetzt sind wir hier unten einfach durch. Wenn ich erst nach oben und dann wieder nach unten, dann kann man gleich nach unten so gehen. Ist jetzt der Plan. Weil Plan für das, was hier gerade passiert ist, echt übertrieben ist. Aber ja, so, da kommt man an und da kann man dann runter und dann kann man hier so rüber und dann kann man hier drunter durch. Weil das ist ja komplett für einen Eimer jetzt. So. So, und dann kann man da drunter durch. Ist ja schon gar nicht mehr, dass es hier überhaupt lang geht. Also ist das halt manchmal. Weiß man das gar nicht und es ist trotzdem so. Jo. So. Dip. Wir machen ja sicheren Bergbau. Ergo vor Gründen können wir dann auch mal so ein bisschen Zaun hier setzen. Hat mir eben gerade, es war so eine spontane Idee, aber ist doch super. Es soll ja der sichere Übergang zur anderen Höhle werden. Irgendwann mal. Wenn sie fertig ist. So. Das hier noch frei. Das hier noch, das hier noch, das hier noch. Hui, jetzt können wir schon wieder was mitnehmen, weil uns das Ding kaputt gegangen ist. Ist doch super. Ja, apropos sicherer Bergbau. Da fehlt jetzt hier noch so ein bisschen Absicherung. So. Da kommen wir auch nicht durch. Super. Kann man dann runterlaufen und dann kommt man da rüber. Genau. So, da will man jetzt aber gar nicht runterlaufen, weil man da ja wieder runtergelaufen ist. Ja, und dann geht's hier. Achso, hier war nur Ressourcenklauloch. Naja, dann. Wenn das eh nur das war, können wir ja hier erstmal ressourcenmäßig ein bisschen verschwenderisch sein und dieses Loch einfach mal ein bisschen schließen. Düpp. Oh.
Redemption wäre trotzdem toll, ne? So. Schön hell alles machen, damit uns nicht die Werwölfe irgendwann den Hintern beißen. Aber hier war ich ja auch schon durch. Genau. Und da hinten ist noch dunkel. Da waren wir noch nicht. So, also gehen wir hier durch den Mossstone-Raum. Und dann gehen wir... Ach nee, brauchen wir gar nicht. Wir hätten auch einfach geradeaus. Genau, da geradeaus rüber. Und diese Zwischenebene hier ist ja auch schon wieder für einen Eimer. Also... Nee, hier ist ja Sackgasse. Genau, Sackgasse. Zack. Ich meine, es so aussieht, als ob es da weitergeht. Machen wir hier mal dicht. Caveforming heißt das, was ich hier mache. So. Zumauern. Das ist eine ganz neue und gleichzeitig auch altbewährte Taktik. Caveforming. So. Dann geht es nämlich da runter. So, dann geht es dahin. Und hier ist der Crafting Table, den wir nicht mehr brauchen. Ach, der ist da oben. Oh mein Gott. Ist ja weit weg. So, geh leise. Na gut, kommen wir gleich wieder. Können wir den immer noch wegwerfen, wenn wir das hier fertig haben. Ja. Ach, der eine Goldbarren ist das, der das so scheiße macht. Na, warte mal. Dann machen wir das hier. So, und dann... Ja, passt. So. Ja. Ja, wie auch immer. Caveforming. Da war ich gerade... Ach, letztes Lied. 10 Minuten haben wir noch. In diesen 10 Minuten werde ich das hier alles mal ein bisschen ausbauen. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht so übermäßig, also Creeper-Action und so weiter. Und ich sterbe auch nicht bei. Tut mir leid für diejenigen, die das mal erwarten. Die brauchen ja einfach nur die Folgen gucken, wo Let's Fail drin steht. Da sterbe ich immer drin. Also wenn es euch ein dringendes Bedürfnis ist, das mitzuerleben jedes Mal, dann... Auf achten, Kennzeichnung Let's Fail heißt, ich bin verreckt. Also bin ich ja jetzt doch schon wieder seit ein paar Episoden nicht. Und falls es denn doch so weit ist und so weit kommt, werde ich es auch wieder kennzeichnen. Mich dann wieder gebührendlich drüber aufregen, dass es dem so ist und dass alles scheiße ist und dann wieder Schuldige benennen. Die dem Umstand, dass es so ist, verursachen. Am liebsten an dieser Stelle herangezogen. Dafür sind natürlich die Entwickler des Spiels, Gott, die Welt und im Allgemeinen auch immer andere Personen, die einem gerade so auf den Sack gehen. Schon wieder voll. So, das wäre jetzt hier so der perfekte Übergang. Also ich muss wahrscheinlich noch eine halbe Stunde in die Richtung graben, dann komme ich drüben auch an, aber... Weil man weiß jetzt immer nicht bei dieser Musikart, die ich hier gewählt habe, ist das jetzt ein... Oh. Ach nee, das ist von der Fackel. Ist das jetzt Minecraft-Geräusch oder kommt es gerade aus der Musik? So, und jetzt werden sich wieder einige fragen, warum ich denn diesen Übergang hier vergrößere, der gar keine Relevanz eigentlich mehr hat. Ich hoffe ja immer noch auch hier die andere Höhle zu finden, weil der ist wesentlich schöner und leichter zu erreichen als der andere. Weil das ist so dennoch dreimal mit um die Ecke. Dann könnte man von hier aus wieder rückwärts mappen und da bessere Wege rüberfinden. Aber nein, an diesem Punkt ist uns wohl kein Glück vergönnt. Schmeißen wir die 6 Strings weg. Die sind jetzt gerade egal. Die Kabels will ich haben. Krass.
Mehr als 64 Stück. Schon wieder rumliegen. Ha. Auf geht's. Wir brauchen was aus Holz zum Zerkloppen. Aus Holz zum Zerkloppen. Da sehe ich schon was. Weil nur noch wenige Holzstückchen von uns entfernt quasi ist das Ende und Ableben dieser Axt. Da ist es geschehen. So. So, jetzt können wir da wieder hoch watscheln. Und gehen wir mal hier rüber. Da am Rand lang. Wieder hier am Rand lang. Ja. So. Ja, mache ich jetzt nochmal hier so. Durchbruch fertig. Das bringt so überhaupt nichts wahrscheinlich hier, ne? Das, wir sind auf einer komplett falschen Ebene und wenn, dann kommen wir sowieso nur mitten in der Schlucht raus. Also wobei... bei diesem Höhlensystem da drüben müsste es eigentlich so auch treffen, aber... überlege, wir gehen ja da drüben nochmal ein Stück runter und dann gehen wir wieder hoch. Eigentlich müsste es passen, aber... naja. Gut, setzen wir die Fackel noch um. Eine Fackel, wann nicht zwei. So. Ah. Da geht's erstmal auf in die andere Höhle. So, das hau ich hier noch weg. Genau. Ach, eine Schildkröte. Ist das nicht herzallerliebst? Genau, Mo Creatures sind immer noch aktiv für diejenigen, die sich das gerade eben gefragt haben. Hä, Schildkröte? Eigentlich sind wir hier ziemlich auf der gleichen Ebene und mussten dann ein Stück sogar nach oben graben. Oh, wow, wow, wow. Da geht's dann richtig hoch. Hier können wir auch mal Platz ziehen. Ich mag ja immer dieses Gehüppe hier nicht so. Das nervt total. Sieht zwar natürlicher aus, aber scheiß auf natürlich. Wie schon mal in der früheren Sendung erwähnt hatte. Der Natürlichkeit, der man hier nachstrebt, ist das Natürlichkeitsempfinden eines Java-Entwicklers aus Schweden. Das ist jetzt nicht so die Größe, an der man sich unbedingt orientieren muss. Meiner Ansicht nach. Andere sehen das anders, die sind dann auch ganz stolz. Also, mein Gott, ich sehe es ja hin und wieder auch anders. Wenn man so einen Berg wieder aufschüttet, soll es schon danach immer noch aussehen wie so ein Minecraft-gerenderter Berg. Das ist ja auch blöd. So. Hier sind wir drin. Genau. Die sind wir unten auch schon komplett abgelaufen. Auch diese Ebene hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 5, 4, 3. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf nach unten. So, gehen wir hier den Shortcut durch. 13, 12, 11, 10, 9, 9. Kaputt. Ist auch egal. Weil wir haben ja noch ihn dabei. Und dann in dem Fall ist sind die Inventory Tweaks denn doch nicht ganz so schlau, das dann gleich mit zu kompensieren, aber naja. Muss ja auch nicht immer alles ganz schlau sein. Halb schlau reicht manchmal auch.
Und in 90% der Fälle funktioniert es ja. Das ist ja sowieso immer wieder die Lieblingsaussage eines jeden Entwicklers. 90%. Wenn du noch 10 mehr willst, arbeite ich ein Jahr länger. Also, circa. Hui, was haben wir denn da? Ach, da haben wir nur Erde. Ich dachte, ich habe Holz gefunden. Hab ich schon? Uiuiuiuiuiuiui. Doch. Genau. So. Jetzt haben wir hier schon wieder so einen Grabungstunnel. Ja, vor allem jetzt haben wir hier schon wieder die Fackel an der falschen Seite angebracht. Ach, ey. Ich will das eigentlich schon gar nicht mehr weitermachen hier. Das ist so nervig. So, Fischen im Trüben. Oder Stochern im Trüben. Mit Fischen hast du wenigstens einen Angel bei. Und hast ein klares Ziel. Ein Fisch. Na gut, das Ziel ist hier nicht weniger unklar, aber wahrscheinlich doch sehr viel schwerer zu erreichen, als wir uns das eingestehen wollen. Wir im Sinne von ich jetzt gerade. Was machen wir denn da jetzt? Nicht, sondern hahaha, weil das ist ja die Lampe da, die das Licht da macht. Ich dachte ja, ich habe hier was gefunden, aber nein. Auch jetzt wieder finde ich nichts außer Geröll. Musik vorbei. Tja, und dann würde ich das hier mal so als unabgeschlossenes Mini-Projekt stehen lassen. Wie am Ende jeder Folge rase ich wieder mal zurück nach Hause. Müssen wir das dann noch richtig mit der Treppe und so. Aber das wäre so toll gewesen. So mit dem Übergang und so. Ah, wäre das toll gewesen. Aber ja, ihr habt es gesehen, es hat nicht sollen sein. Und von hier oben sind wir sowieso viel zu hoch. Also von hier aus gesehen. Viel zu hoch. Aber immerhin, es ist ein Weg erkennbar und ist auch einigermaßen sicher. Genau, dann kann man hier wieder hoch und passt. Also ich würde sagen, für das Unterfangen, was wir uns vorgenommen hatten, so diesen Übergang da zu finden, haben wir jetzt erstmal einen gefunden. Oh, draußen ist Mistwetter, bleiben wir besser drin. Und sortieren unseren Scheiß in Kisten ab. Die letzten Kisten hier könnte ich ja auch mal absortieren. Ich glaube, ich mache das alles mal offline. Also offscreen, off hast nicht gesehen. Off the hill. Off the hill passt. Einfach mal einen vom Berg runter. Gutes Nächtle, bis dahin. Bye bye. Da sag ich immer gut.